Außerhalb des Studios ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Und sobald ihr unser Studio betretet, haben wir bestimmte Hygieneregeln, die auch eingehalten werden sollen. Und im Studio haben wir einen Mindestabstand von 2 Meter, der eingehalten werden muss. Und wir haben außerdem noch überall Desinfektionsspender, wo ihr euch auch regelmäßig die Hände desinfizieren könnt. Einmal kräftig einreiben, sodass die Hände komplett nass sind und desinfiziert sind. Umgezogen in Sportklamotten angekommen, bekommt ihr von uns nochmal am Check-in die Hygienevorschriften, also die Hygieneregeln, die bei uns im Studio herrschen. Und auf der Rückseite bitten wir euch, die Kontaktdaten vollständig auszufüllen, damit ihr hier auch wirklich trainieren könnt. Auf der Trainingsfläche angekommen, achtet bitte darauf, dass das Gerät zwischen euch frei bleibt. Auch im E-Gym Circle gilt die Regel, dass zwischen den Trainierenden ein Gerät frei bleibt. Beim Start angefangen, gehen wir weiter und achten darauf, dass ein Gerät frei ist. Mit geöffnetem Fenster habt ihr die Möglichkeit, mit den Fahrrädern, die wir euch zur Verfügung stellen, also 7 Fahrräder, zum Beispiel The Trip zu fahren. Das ist ein virtueller Kurs, da dürft ihr euch gerne mit 2 Meter Abstand hier aufhalten und Fahrrad fahren. Einer unserer beiden Powerplates steht weiterhin für euch zur Verfügung. Wenn du EMS-Kunde bei uns bist, dann werden wir dich versuchen, innerhalb der nächsten paar Tage anzurufen, um Termine zu vereinbaren, und am besten vergiss dann deine Maske nicht. Möchtest du in die Sprechstunde oder deine Jacke und Schuhe in den Schränken verschließen, dann setz doch bitte eine Maske auf. Im Eventloft werden alle unsere Kurse stattfinden. Wir haben extra für euch 12 Markierungen auf dem Boden befestigt, dass ihr sehen könnt, wo ihr stehen dürft, damit wir auch ordentlich Platz haben beim Sport machen. Für eure Gesundheit lüften wir alle Trainingsräume in unserem Studio. Denkt daran, euch 2 Tage vor dem Kurs per Telefon oder hier am Empfang anzumelden. Um den Mindestabstand von 2 Metern zu gewährleisten, haben wir Ein- und Ausgang getrennt. Der Eingang ist ganz regulär hinter mir und der Ausgang befindet sich auf der linken Seite von mir im Lounge-Bereich.